Investieren, investieren, investieren. Dieses Wort, diesen Begriff hört man unglaublich oft. Investier deine Energie, investier deine Zeit, investier dein Geld. Aber was bedeutet es überhaupt zu investieren? Und vor allem, wie investiert man richtig? Also fangen wir mal mit der ersten Frage an, was es heißt zu investieren. Investieren heißt, du steckst etwas von einer Sache in eine andere Sache und bekommst entweder nach einer gewissen Zeit von der gleichen Sache mehr oder etwas anderes Besseres. Aber es ist immer besser oder mehr als das, was du vorher hattest. Das heißt investieren. Das bedeutet also, wenn du es zum Beispiel Zeit in etwas investierst, zum Beispiel in dich, dann investierst du in dein Mindset, in dein Verständnis für Business, ins Marketing, für Systeme, für Prozesse, für Kapitalanlagen oder was auch immer. Du investierst also in dich als Person und das gibt dir die Möglichkeit, dein Leben so zu führen, wie du es möchtest, wie du es willst. Du hast also eine bestimmte Zeit investiert und mehr davon zurückbekommen, als du vorher hattest. Und genauso ist es auch bei der Energie. Wenn du Energie investierst, zum Beispiel jetzt beim Sport, dann wirst du irgendwann nicht nur körperlich stärker, sondern auch mental stärker. Dein Immunsystem wird auch robuster. Du wirst leistungsfähiger. Du hast also Energie investiert und wesentlich mehr Energie zurückbekommen. Und genauso ist es auch mit Geld. Wenn du dein Geld vermehren möchtest, dann muss es raus. Raus von deiner Tasche, weg vom System, hinein in etwas, wo es arbeiten kann. Geld ist nutzlos, wenn es nicht genutzt wird. Und genau das verstehen reiche Menschen. Reiche Menschen lassen los. Sie investieren ihr Geld. Das Geld landet nämlich nie bei den Menschen, die es brauchen, sondern immer nur bei den Menschen, die wissen, wie man es vermehrt. Und genau deswegen haben so viele da draußen keins, weil sie dem Geld nachlaufen und sparen. Der Großteil der Gesellschaft will es auf gar keinen Fall loslassen. Die sparen einen Euro nach dem anderen bis ins hohe Alter und im Alter brauchen sie dann genau diese Reserven auf, damit sie ihren Lebensstandard erhalten können. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, über diesen Lebensstandard, über das System, dann verlinke ich dir hier jetzt ein Video über die Selbstanalyse. Schau dir das unbedingt an. Aber Geld ist in Wahrheit eine unglaublich einfache Sache. Man muss das Richtige tun und das Richtige tun bedeutet investieren und genau um das geht es in diesem Video. Denn das ist einer der häufigsten Fragen, die ich jeden Tag gestellt bekomme. Was sind die attraktivsten, die profitabelsten Möglichkeiten, um Geld zu investieren, um das meiste aus meinem Geld rausholen zu können, um das Geld am schnellsten vermehren zu können? Oder Oskar, wohin investierst denn du dein Geld? Das sind Fragen, die ich sehr, sehr ungern beantworte, bis gar nicht beantworte, weil dorthin, wo ich mein Geld investiere, wird vermutlich für dich keinen Sinn machen. Zumindest nicht jetzt, weil du vermutlich noch gar nicht bereit bist für diese Art von Investments oder wahrscheinlich auch gar nicht das Einkommen dazu hast, die Sicherheiten dazu hast, das Eigenkapital dafür hast oder höchstwahrscheinlich nicht das notwendige Know-how besitzt, weil sonst würdest du über diese Art von Investments Bescheid wissen. Es ist genauso, wie wenn du mich fragen würdest, ja, würdest du mir denn eine Ausbildung raten oder welche Ausbildung hast denn du gemacht? Ich persönlich habe überhaupt keine Ausbildung gemacht. Heißt das jetzt automatisch, dass du auch keine machen sollst? Nein! Ob du eine Ausbildung machen sollst oder nicht, hängt einzig und allein davon ab, was du später machen möchtest. Einzig und allein davon hängt es ab. Oder wenn du mich fragst, ja, welches Auto würdest du mir raten? Welches Auto soll ich mir kaufen? Welches Auto hast denn du? Ich habe zwei Autos und wahrscheinlich macht keines von beiden für dich Sinn, weil es nur darauf ankommt, wie du es verwenden möchtest. Möchtest du es nutzen, um mit deiner Familie, mit deinen drei Kindern, mit deiner Frau hier und da mal einen Ausflug zu machen? Dann wird höchstwahrscheinlich ein Van oder ein SUV am meisten Sinn machen, aber nicht das Auto, was ich fahre. Oder wenn du es fürs Business nutzen möchtest, sehr lange Strecken fährst, dann wird eher eine S-Klasse oder irgendetwas in diese Richtung am meisten Sinn machen. Oder wenn du einfach nur sportlich fahren möchtest, die meiste Zeit alleine fährst oder maximal zu zweit, dann wird höchstwahrscheinlich ein Porsche oder vielleicht ein C63 AMG oder irgendetwas in diese Richtung am meisten Sinn machen. Weißt du, die Menschen, die so eine Frage stellen, die suchen immer nach einer Formel Antwort. Das heißt, sie suchen immer nach diesem einfachen Ratschlag. Ja? Einfach diese einfache Sache, der sie blind folgen müssen. Aber das funktioniert nicht, weil alles im Leben sich immer um dich dreht. Es geht immer nur um dich. Es hängt alles von dir ab, welche Ausbildung du machen sollst, wo du wohnen sollst, welches Auto du dir kaufen sollst. Wenn ich zwei Autos besitze, heißt das nicht, dass du auch zwei Autos haben solltest. Wenn einer davon ein Sportwagen ist, heißt das nicht, dass du dir auch einen Sportwagen kaufen sollst. Weil selbst wenn es jetzt um dieselbe Kategorie geht, ja, also in dem Fall um die Kategorie Sportwagen, da gibt es unterschiedliche Marken
Und dann gibt es auch wieder unterschiedliche Farben, unterschiedliche Motorisierungen, unterschiedliche Karosserieversionen und so weiter. Und genauso ist es auch beim Geld investieren. Genauso. Es hängt also wirklich nur davon ab, wohin du investieren sollst. Und das wiederum hängt von deinem Charakter ab, von deinem Einkommen, von deinen Verpflichtungen, von deinen Zielen, aber auch von deinem Alter. Wenn du 20 bis 30 bist, dann wirst du höchstwahrscheinlich aggressiver vorgehen. Das heißt also, du wirst risikoreichere Investments tätigen, als wenn du jetzt 40, 50 oder 60 bist. Denn mit 40, 50 oder 60 wirst du dein Geld höchstwahrscheinlich schützen wollen. Also Wachstum versus Sicherheit. Das heißt, bevor du dich jetzt mit den verschiedenen Investmenttypen, Anlageklassen auseinandersetzt, ist es viel wichtiger zu bestimmen, welcher Typ von Investor du bist. Denn davon hängt es nämlich ab, wo und wie du dein Geld investieren solltest. Nur davon hängt es ab. Denn jemand, der ein zweistelliges Millionenvermögen hat, der wird ganz anders investieren als jemand, der gerade erst damit anfängt. Denn die Investmentmöglichkeiten, in die reiche Menschen investieren, unterscheiden sich massiv zu den Investmentmöglichkeiten der unteren Schicht und auch der Mittelschicht. Ab einer gewissen Einkommenshöhe hast du nämlich ganz andere Möglichkeiten. Bei gewissen Einkommensdimensionen steht dir die Investmentwelt offen. Da hast du ganz andere Möglichkeiten. Heißt das jetzt für dich, dass es keinen Sinn macht, Geld zu investieren? Nein! Das ist ein großer Irrglaube der Gesellschaft, ein Trugschluss. Der richtige Zeitpunkt zu investieren ist jetzt. Du brauchst nicht warten, bis du irgendwann mal mehr Geld auf der Seite hast, bis du das irgendwann mal angehäuft hast. Vom Warten allein wird dein Geld nicht mehr, wenn du es nicht investierst. Wenn du aufhörst zu rauchen, ja, um das Beispiel jetzt herzunehmen, und dieses Geld, was du normalerweise für die Zigaretten ausgibst, jeden Tag investierst, dann hast du nach 10 Jahren 100.000 Euro. Das ist die Mathematik dahinter. Genauso funktioniert es. Vermögensaufbau hat nicht viel mit der Summe, sondern viel mehr mit der Strategie etwas zu tun. Und wenn du so eine Strategie von mir lernen möchtest, wie man eben am schnellsten und vor allem auch am sichersten so ein Vermögen aufbaut, dann wirf einfach mal einen Blick in die Videobeschreibung. Aber als allererstes solltest du wissen, was du für ein Typ von Investor bist. Und die meisten wissen das ja nicht mal. Die Masse weiß ja gar nicht, dass es so etwas wie einen Investortyp überhaupt gibt. Die Masse investiert einfach dort, wo am lautesten geschrien wird. Ja? Das heißt also, auf Social Media schreiben jetzt alle von Bitcoin. Das ist der nächste Hype, der nächste Zug, auf den man aufspringen muss. Und was passiert? Zack, alle wollen dabei sein und investieren ihr ganzes Hab und Gut in die Bitcoins. Oder zum Beispiel, ein Freund sagt dir, hey, Technologieindex, Nasdaq, das nächste große Ding. Was machst du? Boah, da muss ich dabei sein, darf ich auf gar keinen Fall verpassen. Oder die Medien berichten über irgendwelche Aktien, der nächste heilige Gral. Und was macht die Masse, wenn alle davon sprechen? Die Masse springt auf diesen Zug auf. Nämlich genau dann, wenn der Kurs auch noch am höchsten ist. So, und dann, wenn der Kurs fällt, dann werden sie nervös und lassen sich ihr Geld mit Verlust auszahlen und sagen dann, nie wieder investiere ich irgendwas. Ja, das bedeutet, die Masse vermehrt ihr Geld auf langfristige Sicht nicht, sondern sie reduziert ihr Geld, weil sie keine Ahnung haben von dieser Materie. Sie wissen nicht, was sie hier tun. Und deswegen sage ich auch immer, investiere dein Geld nie in irgendwelche Dinge, die du nicht verstehst. Nur weil jemand anderes sagt, Immobilien sind das eine Ding, die Tesla-Aktie ist das eine Ding. Dieser ETF-Fonds, das ist das Wahre oder die Aktien, das ist die eine Sache oder Kryptowährungen. Nein, Investor zu sein bedeutet Kontrolle zu haben über alle Assets, nicht nur auf einer Taste am Klavier spielen. Lass dich nicht von deiner Gier kontrollieren. Ich weiß, dass du da jeden Tag Dutzende von Geräuschen hörst. Jeder meint, den heiligen Gral gefunden zu haben. Kryptowährungen, Aktien, ETFs, Immobilien, Investmentfonds, Gold und so weiter und so fort. Fakt ist, nichts davon ist gut, nichts davon ist schlecht, sondern es hängt alleine von dir ab. Das ist die Kernmessage, die ich dir mit auf den Weg geben möchte. Mit all diesen Assets kannst du ein Vermögen aufbauen. Mit allem. Aber als Investor brauchst du Klarheit. Das ist das Wichtigste von allem. Das heißt also, als allererstes solltest du für dich bestimmen, was du für ein Typ von Investor bist. Bist du jemand, der auf Gewinne aus ist? Oder bist du jemand, der das Geld schützen möchte? Bist du jemand, der das Geld vermehren möchte? Oder bist du jemand, der aus dem Geld Einkommen generieren möchte? Davon hängt es ab. Das ist wichtig zu wissen, weil das macht einen großen Unterschied aus. Ich persönlich bin zum Beispiel kein Fan von Immobilien oder Fonds. Nicht, weil das schlecht ist, sondern weil ich einfach ein anderer Investortyp bin. Ich persönlich investiere einfach sehr gerne in Unternehmen, weil ich flexibel bin, weil ich einfach eine bestimmte Kontrolle habe und weil ich mich vor allem damit auskenne.
Und dann gibt es auch noch eine nächste Sache, die ebenfalls von deinem Investmenttyp abhängt, nämlich ob du ein Cashflow-Investor bist oder ein Gewinninvestor. Das sind auch zwei verschiedene Paar Schuhe. Gewinninvestor bedeutet, dass du jetzt zum Beispiel dir 2 Kilogramm Gold kaufst, um diese 2 Kilogramm Gold zu einem höheren Kurs später verkaufen zu können. Das heißt also, du bist auf diese Gewinnspanne aus. Und ein Cashflow-Investor auf der anderen Seite, der ist darauf aus, dass sein Geld mehr Geld produziert. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel in eine Immobilie investierst, dann bist du ein Cashflow-Investor. Das bedeutet, du erwartest, dass dieses Geld, das du da investierst in diese Immobilie, dir weiteres Geld bringt. Ja? Und auf der anderen Seite wird die Immobilie auch mehr, also da werden gleich 2 Fliegen mit einer Klappe natürlich geschlagen. Aber das ist der Unterschied. Ja? Also hier gibt es auch 2 verschiedene Typen. Mit all diesen Dingen muss man sich auseinandersetzen. Viel mehr als mit den einzelnen Assetklassen. Das ist viel, viel wichtiger als die Investmentgelegenheiten, weil Gelegenheiten gibt es jeden Tag, wie Sand am Meer, glaub mir. Die meisten glauben immer, sie verpassen irgendwas, ja, diese FOMO, diese Verlustangst. Du verpasst nichts. Es gibt jeden Tag hunderte von Möglichkeiten. Es gibt mehr Möglichkeiten, als du jemals Geld haben wirst. Und wenn du jetzt zu diesem Thema, zum Thema Vermögensaufbau, zum Thema finanzielle Unabhängigkeit mehr wissen möchtest, dann klick einfach unterhalb des Videos auf den Link und melde dich zu diesem kostenlosen Training an, denn es ist genau das, wonach du schon seit Jahren fragst. Also here we go. Ich bin der Fachmann, wenn es ums Thema Business geht, aber nicht um Vermögensaufbau. Aber ich habe es für dich möglich gemacht. Also melde dich an und nimm dran teil. Und jetzt noch der Klassiker zum Schluss. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass einen Kommentar und ein Like da.